14. Oktober 1960. Mit einer festlichen Veranstaltung wurde die dritte Messe der Meister von Morgen in der Leipziger Kongresshalle eröffnet. Unter dem Motto Schlag ein, mach mit, werde Meister von Morgen hatten sich Zehntausende junge Erfinder und Rationalisatoren zusammengefunden, um an dem zentralen Leistungsvergleich teilzunehmen. In seiner Eröffnungsansprache sagte der Minister für Volksbildung Professor Dr. Lemnitz: Lernt von den Besten, setzt alle Fähigkeiten und Talente für den Sieg des Sozialismus ein. Am Morgen des folgenden Tages wurde im Messehaus Bugra, dem polytechnischen Charakter der Messe entsprechend, das Band zur Ausstellung auf eine etwas ungewöhnliche Art durchschnitten. Zu den eifrigsten Besuchern gehörten die Genossen unserer Nationalen Volksarmee, wie es hier auch am Stand des Wandzeitungskollektivs der Betriebsberufsschule der HO Fürstenwalde zu sehen ist. Übrigens, die Wand- oder besser Handzeitung erscheint täglich, während der Messe sogar mit Sondernummer. Das ist Marlene vom Erich-Weinert-Ensemble der Nationalen Volksarmee. Wir werden sie auf ihrem Rundgang durch das Messehaus begleiten. Das Modell eines Sonnenkraftwerkes zeigt unsere Welt von morgen. Hier wird die Umwandlung von Sonnenstrahlen in elektrische Energie demonstriert. Und hier eine Petroleumlampe, deren Wärme einen Radioapparat betreibt. Unser Jugendobjekt, die Viehwirtschaft. Das ist der Leitgedanke für die Clubs der Neuerer in der Landwirtschaft. Wenn das sozialistische Dorf täglich heller und schöner wird, so ist das nicht zuletzt das Verdienst unserer Jugend. In der sozialistischen Industrie und Landwirtschaft, in den Laboratorien, kurzum, überall steht die Jugend unserer Republik in den ersten Reihen der Neuerer und Erfinder. In unserem Staat wird der Forschungsdrang, die Begeisterung und Kraft der Jugend gefördert und in solche Bahnen gelenkt, wo sie dem ganzen Volke zugutekommen. Esst ihr gerne Fisch? Bestimmt. Aber dazu gehören Netze, wie sie hier am Strand unserer eigenen Hochseefischerei Rostock geknüpft werden. Wie man die Wiesen einsparen kann, zeigen die jungen Forscher der Betriebsberufsschule des VEB Jena Farm. Aus eigenen Mitteln stellen sie Fahlsäure zum halben Weltmarktpreis her. Hier zeigen uns die jungen Rationalisatoren des VEB Aqua Wolfen, wie die vollsynthetische Faser Wollkrylon entsteht. Das interessiert doch bestimmt auch Marlene. Aber wo ist sie denn? Na, begleiten wir einstweilen Genossen Unteroffizier Jakob. Er interessiert sich offensichtlich auch für modische Dinge. In diesem Raum werden auf bunte Tücher verschiedene Muster gespritzt, die man vorher selbst entworfen hat. Die Jugendfreundin Gerda zeigt uns, dass es gar nicht schwer ist. So kann man sich ohne großen Aufwand selbst hübsche modische Kleinigkeiten herstellen. Die Schulsternwarte Rodewisch, eine international anerkannte Satellitenbeobachtungsstation, beteiligte sich ebenfalls an der dritten Messe der Meister von Morgen. Die Rodewische FDJler und Schüler setzen mit ihren Arbeiten die Bemühungen des Arbeiterastronomen Bruno H. Bürgel um die Verbreitung und Popularisierung der Astronomie fort. Dank der großzügigen Unterstützung durch unsere Regierung wurde die Sternwarte zu einer bedeutenden Beobachtungsstätte, der es mehrere Male gelang, die Sputniks und Weltraumschiffe zu fotografieren und zu vermessen.
Da ist ja Marlene wieder. Riskieren wir mit ihr einen Blick auf den schweigenden Stern. Hier ist Omega. Hier ist Omega. Guten Tag, Omega. Guten Tag, Doc. Wo warst du überall? Ich war schon überall. Auch auf der Venus. Du hast sicher mehr als wir erlebt. Ja, ich habe sehr viel erlebt. Besonders hier auf der Messe der Meister von morgen. Wann hast du die weitere Reise zu den Sternen? Ich versuche, so bald wie möglich wieder eine Reise anzutreten. Dann wünsche ich dir alles Gute, Omega. Danke. Großes Interesse bringen die jungen Pioniere, die eine halbe Etage mit ihren Exponaten belegt haben, dem Problem der Weltraumfahrt entgegen. Achtung, Achtung! Hier sind alle Sender des Deutschen Demokratischen Rundfunks. Verehrte Zuhörer, wie seit langem angekündigt, sind wir heute Zeuge eines überragenden Ereignisses. Nach vielen Versuchen und Experimenten mit Sputniks, Lunix und unbemannten Weltraumschiffen ist nun die Zeit gekommen, in der der Mensch die Erde verlässt und in die unendlichen Räume des Weltalls vorstößt. Raumschiff Pionier 1 ist gestartet und Marlene fliegt mit. Besondere Aufmerksamkeit fand der Ausstellungsteil der Nationalen Volksarmee. Denn selbstverständlich beteiligte auch sie sich an der großen Leistungsschau der Jugend. Die Arbeiten der Rationalisatoren und Erfinder, die Modelle, Zeichnungen und Arbeiten auf den verschiedensten Interessengebieten vermittelten ein anschauliches Bild, wie unsere Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere zur Sicherung der ständigen Gefechtsbereitschaft der Nationalen Volksarmee beitragen. Tausende Rationalisatoren und Erfinder in den Reihen der Nationalen Volksarmee nutzten die Messe, um sich zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. Allein im zweiten Quartal 1960 wurden 735 Verbesserungsvorschläge, die der Erhöhung der Gefechtsbereitschaft dienen, von Kollektiven und einzelnen Genossen eingereicht. Der Stellvertreter des Ministers für nationale Verteidigung, Genosse Generalmajor Dickel, schätzte den Stand der Rationalisatoren und Erfinderbewegung in der Nationalen Volksarmee ein. Er stellte fest, dass sich aus der Initiative solcher Genossen wie Oberfeldwebel Rompe eine gewaltige Bewegung entwickelt hat. Dies ist das Ergebnis der Arbeit der Partei- und FDJ-Organisationen, die es verstanden haben, die fleißigen Hände und findigen Köpfe unserer Genossen zum schöpferisch aktiven Handeln zu führen. All den Kollektiven, die sich ständig um die bessere Nutzung der Waffen und Kampftechnik, um die Ausschöpfung aller Reserven und Anwendung fortschrittlicher Arbeitsmethoden bemühen, gebührt unser Dank und unsere Anerkennung. Die Vorschläge und Überlegungen tausender Genossen sind ein Ausdruck ihres wachsenden Bewusstseins und ihrer persönlichen Verantwortung für die ständige Gefechtsbereitschaft der Nationalen Volksarmee. Einen großen Teil der Ausstellungsfläche nahmen Modelle ein. Sie dienen als Lehr- und Anschauungsmaterial zur fachlichen Qualifikation unserer Soldaten und wurden von Genossen aller Waffengattungen in der Freizeit hergestellt. Der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und erster Sekretär des Zentralkomitees der SED, Genosse Walter Ulbricht, würdigte anlässlich seines Besuches die vielfältigen Arbeiten unserer Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere und gab wertvolle Hinweise für die weitere Richtung in der Arbeit der Rationalisatoren, Erfinder und Bastler. Die Arbeiten unserer Soldaten müssen sich auf die moderne Technik richten und die Probleme ihrer militärischen Anwendung zeigen. In der Lernarbeit, im Dienst und während der Freizeit muss die Aneignung hoher militärtechnischer und wissenschaftlicher Kenntnisse einen bedeutenden Platz einnehmen. Eines der Grundprinzipien des Deutschen Militärverlages ist es,
junge Autoren aus den Reihen der Nationalen Volksarmee zu entwickeln, zu fördern und zu popularisieren. Die künstlerischen Arbeiten der Genossen der Nationalen Volksarmee errangen ebenso wie die technischen Ausstellungsstücke einen großen Teil der Medaillen, die vom Zentralrat der Freien Deutschen Jugend anlässlich der dritten Messe der Meister von Morgen und des zentralen Leistungsvergleiches junger Talente vergeben wurden. Insgesamt konnten an kollektive und einzelne Genossen der Nationalen Volksarmee für Arbeiten aller Gebiete 6 Gold, 11 Silber, 28 Bronzemedaillen und 44 Ehrenurkunden verliehen werden. Das ist ein schöner Erfolg. Für diese Plakate erhielt Genosse Setnik vom Kommando der Luftstreitkräfte Luftverteidigung eine Goldmedaille. Wie kommt denn Marlene hierher? Ach nein, das ist ja Marika vom Erich-Weinert-Ensemble. Sie interessiert sich mehr für die Ausstellung im Hansa-Haus. Hier kann man die Arbeiten derjenigen betrachten, die aus den Wettbewerben der jungen Talente als Beste hervorgingen. Hier finden wir Arbeiten unserer Soldaten. Mit einer Silbermedaille wurde die Plastik des Genossen Soldat Neuber, Soldat und Mädchen prämiert. Eine ausgezeichnete Leistung auf dem Gebiete der politischen Karikatur waren die 10 Gebote. Diese Karikaturen geißeln die Rolle des Klerus im Bonner Staat und sind zugleich Ausdruck der persönlichen politischen Auseinandersetzung des jungen Künstlers mit dem Bonner Unrechtsstaat. Bei den jungen Pionieren wird künstlerische Selbstbetätigung großgeschrieben. Mit großem Eifer arbeiten sie unter der Anleitung einer erfahrenen Pädagogin.
Bei mehr als 6000 Besuchern täglich muss man schon von Glück sprechen, wenn man einen Bekannten trifft. Die Mädels der HO Lebensmittel Magdeburg haben nichts gegen Topfgucker. Als Belohnung für die Aufmerksamkeit eine kleine Kostprobe. Gutes Essen macht durstig, also muss man etwas trinken. Die Mixette bereitet uns schnell das gewünschte Getränk. Na dann Prost! Aber mit Tomatenmilch. Diese FDJlerinnen kamen vom VEB Fortschritt Berlin. Sie zeigten, wie man aus Resten geschmackvolle Gebrauchstextilien herstellt. Unter dem Motto Tempo, Technik, 1000 Tage hat die FDJ alle Jugendlichen aufgerufen, ihr Bestes zur Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe zu leisten. Die Lehrlinge des VEB Buna hatten sich etwas ganz Besonderes ausgeknobelt. Sie entwickelten und bauten eine Rohrschneidbrennmaschine. Aus drei Arbeitsgängen wurde eine. Anstelle von Anreißen, Schneiden und Entgraten wird heute nur noch gebrannt. Dank der Bemühungen der sozialistischen Brigaden hat sich das Baugewerbe unserer Republik von der Kelle zur modernen Bauweise entwickelt. Eine große Hilfe war dabei die uneigennützige Unterstützung durch die Sowjetunion. Ganz gleich, ob es sich um Großblock- oder Taktbauweise handelt, Marlene und Marika lassen sich alles genau erklären. Neben den Freunden aus der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zeigten die ungarischen Pioniere und Schüler einen Ausschnitt aus der Arbeit ihrer Kollektive. Die dritte Messe der Meister von Morgen war ein lebendiges Zeugnis dafür, dass die Jugend der Deutschen Demokratischen Republik unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ein aktiver und bewusster Gestalter der sozialistischen Gesellschaft ist. Sie hat gleichzeitig bewiesen, dass unsere Jugend die programmatische Erklärung des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik mit Leben erfüllt, in der es heißt, alle Mädchen und Jungen sollen kluge, vorwärtsdrängende Staatsbürger werden, die die Vollendung des Sieges des Sozialismus und den Triumph über den Todfeind unseres Volkes, den Militarismus, als ihren Lebensinhalt betrachten.